Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem sehr besonderen Video für mich. Ich habe mir sogar eine Liste gemacht und ich glaube, eigentlich ist dieses Video mehr ein Podcast als ein Video. Ich habe euch nämlich nicht so wahnsinnig viel zu zeigen, also ihr könnt euch einen Tee machen, einen Kaffee machen und einfach nicht auf diesen Bildschirm gucken, wenn ihr keine Lust habt. Und euch einfach zulabern lassen, weil es vermutlich recht lang sein wird. Ich habe gerade bei diesem Video irgendwie total den Anspruch, ja, es irgendwie allen recht zu machen, alle Eventualitäten abzudenken, an jeden zu denken, an alle Dinge, die passieren können. Und ich bin mir sicher, ich werde irgendwas vergessen, irgendwen außer Acht lassen, einen wichtigen Punkt vielleicht nicht nennen, und ich bitte euch jetzt schon, das ja zu verstehen, weil es ist einfach ein so großes Thema und es waren jetzt drei so unglaubliche Monate in meinem Leben, dass es echt schwer ist, die runterzubrechen auf ein paar Minuten. Ich werde aber mein Bestes geben, und falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt und mich noch nicht kennt, dann hi, ich bin Barbara. Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben schwanger und langsam sieht man es auch, glaube ich, ein kleines bisschen. Ich bin jetzt im vierten Monat und hatte ein traumhaftes erstes Trimester. Und wenn ich das alleine sage, kriege ich schon irgendwie fast so einen Anflug von einem schlechten Gewissen, weil ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Frauen nicht so geht. Und gerade das erste Trimester, erstens mit vielen Symptomen wie Übelkeit und Müdigkeit, wie bei mir. Ich hatte extreme Müdigkeit, einhergeht mit Stimmungsschwankungen, was ja alles vollkommen seine Berechtigung hat. Und es wäre seltsam, wenn es nicht so wäre, weil einfach so viel in diesen ersten drei Monaten passiert. Und dann ist diese Zeit auch noch, ich glaube, gerade hier in unserem Kulturkreis mit sehr vielen Ängsten behaftet, weil es einfach die sensibelste Zeit der Schwangerschaft ist, in der am meisten schief gehen kann. Also ich mache jetzt nicht diese Zitatteile hier, weil ich das nicht glaube. Es ist ja so. Nur, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich denke, ja, dieser Fokus immer darauf und schon fast die gesellschaftliche Kritik daran, wenn man seine Schwangerschaft zum Beispiel vorher schon verkündet, wenn man sich schon vorher darauf freut, die finde ich nicht ganz angebracht, und wir werden später dazu kommen. Oh Gott, Leute, wirklich, ich habe so viel zu erzählen. Offen gestanden, ich drehe dieses Video zum dritten Mal, weil ich mit den ersten beiden Versionen nicht so zufrieden war. Und ja, wir starten jetzt einfach mal. Und ich hoffe einfach so sehr, euch Mut machen zu können, wenn ihr entweder gerade auch Mamas werdet, auch schwanger seid, oder es vielleicht irgendwann mal sein wollt, denn dieses Video soll positiv sein, es soll euch in eure Kraft bringen, die weibliche Intuition irgendwie so unterstreichen und uns daran zurückerinnern. Das ist nämlich das, was ich mir so rein intuitiv vor dieser Schwangerschaft gedacht habe, als ich rausgefunden habe, auch, dass ich schwanger werde. Ich will diese Zeit genießen. Jede Frau, mit der ich darüber gesprochen habe, sagt mir, diese Zeit ist so besonders und sie geht so unfassbar schnell vorbei. Ich meine, es gilt für jede Zeit in unserem Leben, dass wir sie nicht wiederholen können und nicht zurückbekommen. Aber gerade diese schöne, besondere Zeit möchte ich genießen, und ich wette, euch geht's genauso. Und man kann so viel tun, damit man eine, ja, schöne, positive Schwangerschaft hat. Was mir ganz wichtig ist, direkt vorne als Disclaimer hinzustellen, ist, ich möchte mich distanzieren von der Ansicht, die, sagen wir jetzt, in dieser modernen Persönlichkeitsentwicklungsszene weit verbreitet ist, nämlich, dass du im Prinzip für alles, was in deinem Leben ist, alle Umstände, alles, was in Zukunft passiert, was in der Vergangenheit war, selbst komplett verantwortlich bist, dass du praktisch wie ein Magnet alles beeinflusst und in dein Leben ziehst, auch die schlechten Dinge, auch die guten Dinge, weil ich bin einfach nicht davon überzeugt. Ich denke, das Leben ist auch sehr viel Zufall und Umstände und Dinge, die uns passieren. Und was ich dann wiederum glaube, und da glaube ich ganz fest dran,
ist, dass wir super viel damit beeinflussen können, wie wir den Dingen gegenübertreten und wie wir sie annehmen. Aber ich denke nicht, dass wenn zum Beispiel du jetzt super viel Übelkeit in deinem ersten Trimester hattest, dass es deshalb ist, weil du irgendwas nicht richtig manifestiert hast oder irgendwie so. Und weil ich das jetzt nicht hatte, ist, weil ich irgendwas total richtig gemacht habe. Das glaube ich nicht. Ich denke wirklich, das Leben ist auch einfach unfairer Zufall und die einen haben hier ein bisschen Pech, die anderen haben da ein bisschen Pech. Und ich glaube, insgesamt sind wir uns einig, dass wir, wenn wir hier sitzen, dieses Video gucken können und irgendwo in diesem Raum leben, extrem privilegiert sind und eh schon recht gute Ausgangsumstände haben. Trotzdem sind nicht alle Umstände immer ideal. Und auch wenn ich davon spreche, ein traumhaftes erstes Trimester gehabt zu haben, das bedeutet absolut nicht, dass immer alles perfekt war. Es mir die ganze Zeit mega bombastisch ging und ich jetzt immer voll euphorisch darauf gewartet habe, bald Mama zu werden, weil sowas nicht. Und das ist auch voll okay. Wirklich, all diese Symptome, Ängste, Gefühle, alles hat seine Berechtigung, alles hat seine Geschichte, wie es dazu kommt, dass man es so fühlt. Und ich denke, zu versuchen, das alles zu verdrängen, macht es nur noch schlimmer, weil dort, wo wir Widerstände aufbauen, da verstärken wir eigentlich noch Probleme. Angst verstärkt Angst und Vertrauen verstärkt Vertrauen. Und in dem Sinne ist es schon so lang hier, diese Einleitung. Hoffe ich einfach sehr, euch Mut zu machen, denn ich hatte so viel Angst vor der Schwangerschaft, bevor ich schwanger war, Jahre zuvor schon. Für mich war das nie ein mega natürlicher Prozess, der so naturgegeben ist, sondern, oh mein Gott, da wächst irgendwie ein Alien in einem heran. Und außerdem ist Geburt schmerzhaft und furchtbar und die Frauen müssen da durch. Und kein Wunder, dass sehr viele Frauen so denken, denn in unserem Kulturkreis wird es auch ja, als etwas behandelt, was irgendwie die Frau so zum Opfer macht und nicht als selbstbestimmtes Wesen, das voll in ihrer weiblichen Kraft ist und Intuition und wofür ihr Körper auch irgendwo gemacht ist, was natürlich nicht bedeuten soll, dass jede Frau ein Kind haben soll, um Gottes Willen. Davon möchte ich mich auch absolut distanzieren oder haben muss. Aber es ist ja schon so, dass der Körper einfach diese Voraussetzung hat, wenn man schwanger ist zumindest, dass er gebären kann. Und da in dieses Vertrauen zu gehen, einfach in diese Intelligenz der Natur, dass die das schon irgendwie regelt, ich finde das so mind-blowing. Sorry für den Anglizismus, aber gibt es ein deutsches Wort dafür? Ich finde es einfach wahnsinnig, dass ich im Prinzip nichts machen muss, außer mich zurückzunehmen und zu chillen und auf meinen Körper zu hören. Der sagt mir alles und da wächst ein Leben in mir heran. So wie freaky ist das eigentlich? Naja, aber gut, fangen wir einfach mal an. Der erste Monat. Ich hatte euch ja schon im letzten Video erzählt, ich wusste ziemlich früh und ganz, ganz viele von euch auch, dass ich schwanger war. Also ihr wusstet nicht, dass ich schwanger war, sondern wenn ihr selbst schwanger wart, wusstet ihr, dass ihr schwanger wart. Ich habe nämlich auf Instagram eine Umfrage gemacht und 75% haben es entweder gewusst oder hatten eine Vermutung, was auch eigentlich nicht so sonderbar ist, denke ich, denn gerade im ersten Trimester passiert so viel. Unser Körper stellt sich komplett hormonell um, es werden so viele Prozesse in Gang gesetzt und das nicht mitzubekommen, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, ist schwer, weil es gibt auch genug Frauen, die es nicht merken und das ist ja auch voll okay. Wir sind halt alle völlig unterschiedlich und vielleicht hast du gerade irgendwie eine sehr stressige Zeit in deinem Leben gehabt und der Fokus war woanders, aber ich habe gemerkt, meine Brüste, die sind Woche 2, 3 schon größer geworden. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie so einen weicheren Geisteszustand bekomme. Wird vielleicht für die eine oder andere jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich bin ja so ein bisschen veranlagt und mag das eigentlich ganz gerne. Ich habe gemerkt, ich bin ruhiger, gelassener und die Dinge lassen mich so ein bisschen kalt. Ich war irgendwie glücklich, so ein bisschen glücklicher als sonst und habe gemerkt, meine Haut verändert sich ein bisschen, mein Gesicht. Ich habe morgens in den Spiegel geschaut und irgendwie war da was. Irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, ob es der Hautton war, das könnte sein, so ein bisschen runder wurde das Gesicht und mag sein, dass es daran liegt, dass wir
ein viel höheres Blutvolumen in der Schwangerschaft haben. Es wird mehr Blut produziert, dadurch ist die Durchblutung stärker und die Haut bekommt so eine etwas gesündere Farbe. Und ich hatte so eine ganz, ganz dezente Übelkeit am Morgen. Die war so gering, dass ich mir schon dachte, vom Kopf, du bildest dir das jetzt langsam echt ein. Also man kann sich doch nicht so sicher sein, dass man schwanger ist, ohne vorher einen Schwangerschaftstest gemacht zu haben und in den ersten 2 Wochen oder so. So, du wünschst dir das einfach nur so sehr, hat der Kopf gesagt, dass du dir die Symptome jetzt einbildest. Und vom Bauch wusste ich ganz genau, nee, ich bin schwanger. Weshalb ich auch von Tag 0 an keinen Alkohol mehr getrunken habe. Ich hatte keine Lust mehr drauf. Und auf entkoffeinierten Kaffee umgestiegen bin. Wobei, man kann auch normalen Kaffee in Maßen weiter trinken. Das war nur so mein Ding. Irgendwie hat sich das gut angefühlt. Und ich weiß noch, Henrik meinte, du übertreibst jetzt voll. Also, nee, das ist bestimmt noch nicht. Aber der Tag, als wir dann den Schwangerschaftstest gemacht haben, ja, der war einfach so schön, als dann dieses Plus da stand. Und auch echt überwältigend, wenn ihr euch das Video anschauen wollt. Das ist unten verlinkt. Wir haben es irgendwie voll nicht gerafft in dem Moment. Also es war jetzt nicht so, wow, toll, geil, oh mein Gott, ich freue mich so aufs Kind, sondern okay, jetzt ist es wirklich so, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Also gibt es theoretisch schon, aber für uns halt nicht. Und ja, es war völlig surreal. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich stehe außerhalb meines Körpers und schaue uns beiden da irgendwie gerade zu. Die Brüste wurden dann auch immer sensibler. Also ich habe richtig gemerkt, ja, wenn ich die angefasst habe, das hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Und ich weiß noch einmal, da saß ich hier in diesem Raum auf der grauen Couch, die links daneben mir steht. Und ich habe so ein einsekündiges, leichtes Zucken in meiner linken Brust gehabt. So einen leichten Schmerz, es war jetzt kein Riesenschmerz, aber so ein Ziehen. Und das war ein Gefühl, das ich noch nie in meinem Leben hatte. Ich glaube, ganz viele Frauen haben das kurz vor ihrer Periode. Aber bei mir war da nie was, wenn ich meine Tage bekommen habe. Und das war halt so ein komplett neuer Impuls. Und ich weiß noch, ich habe im ganzen Körper eine Gänsehaut gehabt, weil das für mich echt der Beweis war. Okay, es ist wirklich so. Ja. Also es war im ersten Monat wirklich eher so ein dezentes und feinstoffliches, glaube ich, habe ich angespuckt, ein feinstoffliche Symptome, also wirklich so kleine, feine Signale, die mir der Körper gesendet hat. Voll schön. Dann kam der zweite Monat, der war weniger schön. Und zwar war der deswegen weniger schön, weil ich unfassbar müde war. Ich glaube, ich habe tatsächlich in Woche 5 bis, was ist es, 8, 9 oder so, mehr geschlafen, als dass ich wach war. Ich habe gut geschlafen, also es war wirklich der Schlaf meines Lebens. Mein Arzt meinte, mein Progesteronspiegel sei wohl recht hoch gewesen, was aber gut ist, weil das die Schwangerschaft aufrecht erhält, aber das führt halt auch dazu, dass man sehr, 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 sehr müde ist. Auch schlau vom Körper, denn er sagt uns halt, hey, nimm dich ein bisschen zurück. Gerade, ne, in den ersten 3 Monaten, passiert am meisten, was die Entwicklung des Babys angeht. Also es wird alles angelegt von den Organen. Der ganze Körper wird gebaut, was dann später nur wächst. Aber die ersten 3 Monate sind, ich will nicht sagen die wichtigsten, alle Monate sind wichtig, aber dafür, dass so viel passiert, dass es so eine Veränderung ist und dass alles angelegt wird, bekommt, finde ich, diese Frühschwangerschaft irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit, weil es ja auch so, ja, nicht verboten ist, aber irgendwie wird einem suggeriert, man soll es auch vor den ersten 3 Monaten jetzt nicht groß rumposaunen und sich nicht so sehr freuen, es kann ja so viel schief gehen. Irgendwie habe ich nie daran gedacht, also vielleicht, weil ich, was das Thema Schwangerschaft angeht, ein etwas unbeschriebenes Blatt bin. Ich bin die Erste in meinem engen Freundeskreis, die schwanger ist und habe jetzt auch nie so viel zu dem Thema konsumiert, weil es mich irgendwie voll nicht interessiert hat, bevor ich selbst nicht einen Kinderwunsch hatte. Deswegen, ja, ich wusste schon, das ist irgendwie die sensible Zeit und so, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht,
ist mir egal, ich will es trotzdem halt meinem engsten Freundeskreis erzählen. Ich habe es einen Tag, nachdem ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, also technisch betrachtet sogar noch im ersten Monat, Laura erzählt. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Und dann 2 Wochen später, glaube ich auch, als mein Papa hier zu Besuch war mit seiner Partnerin, haben wir es denen erzählt. Und meiner Mama, halt noch anderen Freundinnen nach und nach, alles noch im ersten Trimester, weil ich für mich halt so diese Konvention ein bisschen hinterfragt habe, macht das für mich Sinn, jetzt 3 Monate abzuwarten, bevor ich es halt erzähle, ja oder nein. Also ich habe zwar schon hier auf diesem Kanal jetzt gewartet, aber ich habe es meiner Reitlehrerin vorher erzählt, weil wie gesagt, ich war im 2. Monat so müde, ich bin auch oft einfach ausgefallen vom Training und Henrik hat mich vertreten und ich hatte eigentlich keine Lust, mir ja so Ausreden einfallen zu lassen, was absolut nicht bedeuten soll, dass man das nicht machen kann, wenn einem danach ist. Ich denke nur, wenn ihr Lust habt, darüber zu sprechen, das Bedürfnis habt, es euren Freunden zu erzählen, eurer Familie, dann tut es einfach. Jede Konvention hat natürlich irgendwo ihre Berechtigung, aber man sollte auch immer schauen, macht das für mich in meiner Situation auch wirklich Sinn? Und tut es mir am Ende gut, wenn ich mich daran halte, ja oder nein? Und das Tabu, das in unserem Land so um das Thema Fehlgeburten dadurch aufgebaut wird, dass man sagt, naja, warte lieber ab, weil es könnte ja was passieren, halte ich für schwierig, denn damit werden Frauen irgendwo auch allein gelassen mit diesem, ja, schlimmen Erlebnis. Und das wird ja auch nicht besser, wenn man dann mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, sondern die Angst verstärkt sich. Und warum soll man mit der Angst alleine sein? Also natürlich, wenn man es möchte und wenn man nicht die ganze Zeit darauf angesprochen werden möchte, völlig, absolut okay. Nur, ich würde sagen, versucht diese Entscheidung selbst für euch zu treffen, was sich für euch gut anfühlt, denn am besten wisst ihr das am Ende selber. Jetzt war das für mich relativ einfach, weil ich selbstständig bin und schlafen konnte, wie ich wollte, mir auch die Zeit einfach genommen habe. Ich habe einfach Aufträge nicht angenommen und gesagt, nö, ist mir egal, ich chille lieber. Mein Körper sagt mir jetzt, ich bin platt, dann ja, schlafe ich halt. Das ging auch vorbei, also nach 4 Wochen war das weg. Hat man jetzt aber einen Job, wo man anwesend sein muss, die Kollegen wissen noch nichts von der Schwangerschaft und erwarten ja dann trotzdem, dass du dich verhältst wie immer, dann kann das schon echt belastend sein und anstrengend. Deswegen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nach einem blöden Rat klingt, ich würde überlegen, mich krank schreiben zu lassen, weil wenn es dir jetzt kotzübel geht, du total müde bist, Stimmungsschwankungen hast, naja, vielleicht bist du dann eh nicht so arbeitstauglich und eventuell kann man sogar erwägen, es schon vorher Chef, Chefin zu erzählen, die werden wahrscheinlich nicht aus dem Häuschen sein, naja, sind halt Arbeitgeber, es sei denn, ihr habt echt einen coolen Chef, Chefin. Aber sobald ihr es dem Arbeitgeber erzählt habt, gelten für euch besondere, ja, Schutzverordnungen. Also der Arbeitgeber ist verpflichtet, euch als schwangere Person zu schützen. Ihr dürft dann keine Überstunden mehr machen, meine ich, und dürft euch auch Gefahrenstoffen nicht aussetzen lassen und so Geschichten. Außerdem habt ihr den Kündigungsschutz. Und das würde ich einfach mal für mich abwägen und nicht so pauschal sagen, ich muss 3 Monate warten. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Es gibt bestimmt gute Gründe für beides. Des Weiteren habe ich im 2. Monat echt Brustschmerzen gehabt. Das war nicht katastrophal, aber sie waren halt sehr sensibel, wenn man sie angefasst hat, bis hin dazu, dass ich keine Lust hatte, auch manche BHs zu tragen. Alles erträglich, aber Henrik zum Beispiel durfte nicht anfassen, nur gucken. Auch das ist jetzt viel, viel, viel besser. Die Übelkeit hat, ja, bei mir eigentlich nie richtig eingesetzt. Und wenn ich sie gemerkt habe, dann an den Tagen, an denen ich mir doch ein bisschen mehr vorgenommen habe, als ich mir hätte vornehmen sollen. Und da denke ich auch, das ist vielleicht ein bisschen unfair verteilt. Meine Mama zum Beispiel, die hatte in ihren beiden Schwangerschaften auch gar keine Übelkeit, hat das wahrscheinlich an mich weitergegeben. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, ja, das liegt jetzt daran, dass ich mich mit Erdbeeren vollgestopft habe, weil ich habe die wirklich inhaliert und tue ich immer noch. Voll der Heißhunger auf Erdbeeren und auf Möhrensaft, wenigstens auf was Gesundes, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich denke, es ist halt, manche trifft es, manche nicht.
Und falls ihr Tipps habt gegen diese Übelkeit, dann bitte, bitte lasst sie in der Infobox für die anderen, denn das ist leider ja eine Sache, die viele Frauen betrifft und vor allem die, glaube ich, auch so diese Vorfreude nimmt in der Zeit, denn mir ging es zum Beispiel so mit der Müdigkeit. Manchmal war ich einfach zu müde, um mich großartig zu freuen und wir sind dann ja oft so, dass wir, oder ich bin so, dass der Kopf dann anfängt, mich zu sabotieren und zu sagen, wieso freust du dich denn nicht? Das ist doch jetzt alles so toll, du musst jetzt hier euphorisch sein, aber es muss nicht bilderbuchhaft ablaufen oder so, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt, so sind die Dinge ja meistens nicht, sondern chillt einfach. Alle Gefühle, die ihr fühlt, sind okay, die haben ihre Berechtigung und die Freude, glaubt mir, die kommt noch. Ich merke das richtig, also das geht so wirklich stetig nach oben. Ich realisiere das jetzt alles auch viel besser und das kann jetzt einsetzen und ist voll schön, wirklich wunderschönes Gefühl. Ich habe lange Spaziergänge gemacht, ganz viel auch mit Henrik. Generell war Henrik, mein Mann, in dieser Zeit eine solche Stütze, so ein Engel einfach. Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen Stimmungsschwankungen hatte, war der so, das sind bestimmt die Hormone, Schatz. Voll sweet, hat mir da gar keine so Schuldgefühle gemacht, Vorwürfe. Hat mir ganz viel gekocht, das fand ich ganz toll, weil im dritten Monat hatte ich richtig Lust zu kochen und im zweiten war das mehr so, Schatz, kannst du mir Kartoffelbrei machen? Ich lieg da noch im Bett rum. Und auch da holt euch die Hilfe als Tipp. Das ist alles vielleicht leicht zu sagen, weil ich bin ja noch keine Mama. Ich habe bisher noch kein Kind und ich stelle mir vor, dass wenn man schon Mama ist und ein kleines oder mehrere Kind da um sich rumlaufen hat, die auch ihre Aufmerksamkeit haben wollen, dann ist das natürlich schwieriger, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Ich glaube, da ist eine erste Schwangerschaft einfacher. Auch nach Hilfe zu fragen ist toll, weil, also gerade bei meinem Partner habe ich halt gemerkt, er will ja helfen und er fühlt sich so ein bisschen untätig, weil die Frau ist ja schwanger und er will was tun, aber er hat ja nicht das Baby so. Und ihm dann zu sagen, hey, mach doch mal hier Mittagessen, das würde mir so helfen, hol mir doch mal Erdbeeren, hat er sich richtig gefreut und wie gesagt, war super verständnisvoll und toll. Und ich glaube, wir müssen uns generell als Gesellschaft von dem Gedanken lösen, ständig performen zu müssen, ständig gleichbleibende Leistung erbringen zu müssen. Das ist irgendwie nicht so gesund und ihr baut ein Baby, einen Menschen, ein Leben, wenn ihr schwanger seid. Also ihr müsst nicht auch auf allen anderen Ebenen Höchstleistungen bringen. Ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, dass ich nicht so Bock hatte, im zweiten Monat großartig joggen zu gehen, weil ich einfach zu kaputt war. Das hat sich auch gelegt. Ich bin da so vielleicht einmal die Woche gegangen und auch viel langsamer als sonst. Also gönnt euch einfach diese Zeit für euch. Macht Bäder. Man darf baden, wenn man schwanger ist, nur nicht zu heiß. Hört auf den Körper, schaut, was euch gut tut. Wir sind in einer Industrienation groß geworden, höchstwahrscheinlich alle, die hier zugucken oder die meisten. Wir sind generell so ein bisschen entbunden von unserer Intuition, von der Natur und da wieder so ein bisschen zurückzukommen während der Schwangerschaft, generell im Leben, aber auch da, es tut so, so gut. Der Körper weiß intuitiv, was dir fehlt, was du brauchst. Das muss nicht das sein, was mir gut tut, sondern was dir gut tut. Also die beste Expertin, glaube ich, für deine Schwangerschaft bist du. Und das ist kraftvoll, das ist ein cooler Gedanke, finde ich. Natürlich heißt das nicht, dass man sich keine Hilfe holen soll. Zum Beispiel mein erster Gedanke, nachdem ich diesen Schwangerschaftstest gemacht habe, war, ich muss unbedingt eine Hebamme finden. Hoffentlich finde ich eine Hebamme, weil ich schon so oft gehört habe, und es ist ja auch so, dass es einen riesen Mangel gibt in diesem tollen Beruf, der aber leider mega unterbezahlt ist und schwierige Arbeitsbedingungen hat. Deswegen kein Wunder, da muss sich was im System ändern. Ich habe dann eine gefunden, ein Engel, die Frau, wirklich. Ich bin so, so glücklich, sie zu haben. Und sucht euch eine Hebamme, so früh es geht. Ich habe mir dann auch schon Gynäkologen hier gesucht und auch da fühle ich mich sehr, sehr gut betreut. Die ganzen Tests gemacht, alles war super. Und trotzdem, obwohl es mir insgesamt echt gut ging, kam dann der dritte Monat. Und da ging es mir
so mega gut. Also wirklich, normalerweise heißt das, ab dem 4. Monat fängst du an, die schönste Zeit deiner Schwangerschaft zu haben, weil da kommt die Energie wieder, da hat sich der Körper an die Umstellungen gewöhnt. Bei mir war es schon im 3. Monat so. Und es ging mir so gut, die Schläfrigkeit war weg, ich hatte so gute Laune, dass mein Kopf angefangen hat, wieder mich zu sabotieren, das ist generell so mein Ding, und meinte, nee, das, so läuft eine Schwangerschaft nicht, im 3. Monat musst du das haben, dir geht's hier viel zu gut. Und ich habe wirklich schon so ein bisschen Panik geschoben, also ich habe mich richtig reingesteigert in diesen Gedanken, dass ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Bin ich überhaupt noch schwanger? Hab noch einen Schwangerschaftstest gemacht, war natürlich positiv, war beim Gynäkologen. Alles super, alles prima. Mein Bauch hat es die ganze Zeit gewusst. Es ist alles okay. Trotzdem, der Kopf war gefüttert einfach auch von Forenbeiträgen, von Broschüren zur Pränataldiagnostik. In der Zeit fängt man ja an, sich darüber zu informieren. Und da habe ich dann zum ersten Mal Angst bekommen. Zum allerersten Mal. Ich glaube, also ich hatte von Anfang an den Impuls, was ich machen möchte damit, was nicht. Ich möchte da gar nichts groß zu sagen, weil das muss jede Frau selbst für sich entscheiden. Und es gibt gute Gründe für und dagegen, je nachdem auch in welcher Situation ihr seid. Aber ich bin dann auch eben durch Foren gegangen im Internet, habe dann ganz viel gelesen, was bei Frauen alles nicht gut verlaufen ist und wann eine Frau ihr Kind verloren hat, in welcher Woche. Und das hat Ängste geschürt. Angst verstärkt Angst, Vertrauen verstärkt Vertrauen. Und was das angeht, Ängste und Umgang mit Sorgen, das habe ich mir auf dem Handy notiert, weil man einiges machen kann. Und wie gesagt, ich will nichts in diesem Video auslassen, was eh nicht möglich ist, aber egal. Ich würde zum einen gucken, wie schätze ich meine Angst ein? Ist die wirklich panisch, weil sie vielleicht auch verstärkt wird durch schlechte Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe? Also kann ich wirklich diesen negativen Gedanken gar nicht mehr loslassen? Ist es vielleicht ein Trauma? Dann würde ich da eigentlich Hilfe suchen und da ist auch nichts bei. Man kann Ängste super mit Personen, die ja gebildet sind in diesem Fach, lösen und das Unbewusste umprogrammieren. Und es ist nichts dabei, sich Hilfe zu suchen. Das ist ehrlich gesagt ein Zeichen von Stärke. Ist die Angst aber, wie sie bei mir war, eher so, immer wieder so ein paar Gedanken, die aufkommen, aber eigentlich jetzt nicht so schlimm, kann man super, super gut Meditation gegen Angst machen, mentales Training gegen Angst. Findet ihr so viel hier auf YouTube. Ja, ich hatte den Vorteil, ich meditiere seit 5 Jahren oder so und mache Yoga und das erdet mich immer, das bringt mich in die Ruhe, genauso wie wenn ich bei meinem Pferd bin. Das ist für mich auch wie Meditation. Dann grenzt euch ab von Horrorgeschichten, konsumiert das nicht. Es gibt so viele Forenbeiträge, wie gesagt, wo ihr die schlimmsten Dinge lest, wozu. Ihr wisst ja das Nötigste und mehr braucht ihr auch gar nicht zu wissen. So. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt mit so vielen Einzelgeschichten, aber euer mentales Wohl ist gerade wichtiger und dass ihr ja, in das Gegenteil von Angst geht, nämlich in Liebe, in Selbstvertrauen und in Stärke. Und das funktioniert nicht, wenn man sich die ganze Zeit mit schlechten Nachrichten umgibt. Genauso wie wenn eine Person auf euch zukommt und zum Beispiel gerade den Impuls hat, von ihrer eigenen furchtbaren, traumatischen Geburt zu erzählen. Trauma will ja weitergegeben werden. Die denkt sich nicht so viel dabei, aber in euch löst es vielleicht was Schlimmes aus, weil es im Unbewussten programmiert, wie schrecklich das wird und ihr übertragt es auf euch automatisch. Sagt Nein dazu, sagt einfach nett, hey, ich höre mir die Geschichte irgendwann mal gerne an, aber jetzt bitte nicht, weil ich will positiv durch diese Zeit gehen. Ich wähle das für mich, nimm es mir nicht übel. Ich weiß, es war so bei dir, es tut mir leid, aber das bedeutet nicht, dass es für mich so sein wird. Stattdessen könnt ihr positive Berichte konsumieren. Mir hat es zum Beispiel so geholfen, 2 Podcasts zu hören, die verlinke ich euch gerne. Der Hebammensalon einmal und die friedliche Geburt. 3 so tolle Frauen, die mir im Prinzip alles beigebracht haben, weil ich keine Ahnung von Schwangerschaft, Babys, Geburt und dem ganzen Kram hatte, aber wirklich null. Wie gesagt, Angst hat ihre Berechtigung, sie will uns warnen. Es ist gut, dass sie da ist, dass wir generell Ängste haben, es ist nichts Schlechtes, aber
vielleicht ist es in dem Moment einfach fehlplatziert und nicht notwendig und ein bisschen übersensibilisiert. Fragt euch, warum habe ich diese Angst? Also versucht wirklich den Grund für die Angst auf den Grund zu kommen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die Ängste oft automatisch dann kleiner macht, weil wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und Dinge, die wir kennen, die fürchten wir nicht so sehr. So, und dann im dritten Monat, naja, war eigentlich nicht so viel mehr los. Ich habe langsam so ein kleines Bäuchlein bekommen, habe mich riesig drüber gefreut. Meine Verdauung war allerdings ziemlich langsam, auch so im zweiten Monat, weshalb ich oft einen Blähbauch hatte und mir dachte, um Gottes Willen, warum ist mein Bauch denn jetzt schon so wie im fünften, sechsten Monat, vor allem am Abend? Was ist hier los? Da hatte ich dann so ein bisschen auch den Gedanken, oh Gott, oh Gott, ich werde ja bestimmt 10, 15 Kilo zunehmen oder so. Passt ja gar nicht mehr in meine Sachen. Aber ehrlich gesagt, ich habe das dann immer abgetan mit dem Gedanken und gegenübergestellt, was da gerade passiert, dass ich ein neues Leben erschaffe. Und mein Baby soll ja auch gut genährt und gesund und glücklich sein. Und naja, so funktioniert es halt nun mal. Außerdem muss ich auch sagen, ich freue mich über die Veränderungen mittlerweile. Also ich bin irgendwie richtig happy morgens, wenn ich in den Spiegel gucke und halt so die kleinen Veränderungen beobachten kann. Die Verdauung hat sich dann Gott sei Dank auch wieder eingependelt. War echt unangenehm, weil ich so mit Verstopfungen nie im Leben in Berührung gekommen bin. Und da fühlt man sich ja wirklich so, nicht das Coolste. Ich habe es mit Pflaumensaft und so Hausmitteln versucht, hat alles nichts gebracht. Hat sich eingependelt. Hormonelle Veränderungen halt. Ich wurde dann immer weniger müde, hatte wieder viel mehr Lust auf Sport. Gehe jetzt auch ganz normal meine, so bis zu 10 Kilometer Runden joggen. Das tut richtig gut. Ich bin viel langsamer als vorher. Aber ja, so ist es halt. Ist ja auch egal. Sonst lange Spaziergänge sind super. Yoga ist super. Schwimmen ist super. Und was mir auch echt gut getan hat, ist zu kochen. Ich hatte so Bock, neue Gerichte auszuprobieren, richtig abwechslungsreich zu essen und auch regelmäßig zu essen. Ich war oft halt jemand, der mal eine Mahlzeit auch einfach hat ausfallen lassen. Mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe auch keine Toleranz dafür, wenn ich Hunger habe. Die ist voll weg. Ich war schon immer hangry, aber jetzt sollte man mir nicht begegnen, wenn ich hungrig bin. Deswegen koche ich jetzt auch ganz viel, das muss Henrik jetzt nicht machen. Die Kraft ist zurückgekommen und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ich werde euch auch zum zweiten Trimester ein Video abdrehen. Ich hoffe echt, dass das jetzt bei mir nicht so war, dass das erste einfach mega gut war und das zweite wird dafür schlecht. Manchmal wache ich auch wirklich noch heute auf und denke mir so, wie abgefahren das alles ist und mein Kopf kann das irgendwie alles nicht so ganz verarbeiten. Aber ich freue mich so sehr auf unser Baby und was da auf uns zukommt, auf die Veränderung. Natürlich habe ich auch meine Bedenken. Mein Leben bisher war halt, ich mache, was ich will. Und das wird sich komplett ändern. Und vor allem, auch so die Beziehung zum Partner und so weiter. Also wir werden sehen, wie das alles ausschauen wird. Aber mein Gefühl sagt mir, dass alles nur noch schöner und besser wird und ich freue mich einfach voll auf diesen neuen Menschen, wer auch immer das wird. Ich hatte halt irgendwie immer das Gefühl, dass ich gar nicht so den Kinderwunsch an sich hatte, sondern dieses Kind irgendwie Lust hatte, auf die Welt zu kommen durch mich. Und als so plötzlich kam, dass ich schwanger werden wollte und eigentlich nie groß drüber nachgedacht habe vorher, kann man jetzt auch sagen, ist die biologische Uhr halt TikTok? Keine Ahnung. Aber ja, es ist jetzt halt so und ich freue mich sehr. Ich bin super gespannt, was ihr unter dieses Video an Tipps und euren Erfahrungen schreibt. Es wäre voll cool, dass wenn ihr jetzt sowas schreibt, ja, mir ging es voll schlecht, das war voll blöd, dass ihr vielleicht trotzdem versucht, einfach für die anderen Mädels, Frauen da draußen irgendwie noch einen positiven Rat oder sowas mit reinzubringen und zusammenfassend, hört auf euren Körper, gönnt euch die Ruhe, gönnt euch einfach diese wunderschöne Zeit zu genießen, so gut ihr könnt und ihr schafft es, ihr seid wunderbar, wie ihr seid und es hat alles seine Berechtigung und ja, folgt mir gerne auf Instagram, ich lasse euch gerne meinen Kanal hier.
Der heißt Barbara Sophie Unterstrich. Da poste ich eigentlich so gut wie täglich in Stories und Fotos und so, Schwangerschaftsupdates und nicht nur. Also würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Sollte ein Gruß sein. Bye!